Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erfanden die Briten die sogenannte Rollbombe, um feindliche Dämme und Kriegsschiffe zu zerstören. Sie war so konzipiert, dass sie auf dem Weg zum Ziel von der Wasseroberfläche abprallte und Hindernisse wie Torpedonetze umging. Sie war in der Lage, sogar vom Erdboden abzuprallen. Sobald die Bombe ihr Ziel traf, sank sie und explodierte in einer bestimmten Tiefe, um maximalen Schaden anzurichten. Ein wichtiger Fortschritt kam mit der Idee, den Bomben einen Rückwärtsdrall zu verleihen, auch bekannt als Magnus-Effekt. Mit einem Backspin von 400 Umdrehungen pro Minute sank die Rollbombe an der Seite des Staudamms hinunter bis zu seiner Basis. Der Abwurf dieser Bomben war jedoch riskant, da sie etwa 18 Meter über der Wasseroberfläche abgeworfen werden mussten. Dies brachte die Piloten in Gefahr, da die Bomben zurückprallen und das Flugzeug treffen konnten, bevor der Pilot genug Zeit hatte, sich zu entfernen. Während der Operation Chastise im Jahr 1943 durchbrach die Royal Air Force mit Rollbomben deutsche Staudämme in Hessen und NRW und verursachte damit großflächige Überschwemmungen.